Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin hat den Fusionsprozess mit der Sparkasse Parchim-Lübs erfolgreich abgeschlossen. Nach rund 8-monatiger Vorarbeit wurde über das Wochenende vom 14. bis zum 16. Mai die Sparkassenfusion auch technisch umgesetzt. Dabei wurden mehr als 161.000 Girokonten zusammengeführt. Über 100 Mitarbeiter waren an der Planung der technischen Fusion beteiligt. Laut Vorstandsmitglied Joachim Ziegler verlief die Zusammenlegung der Datenbestände weitestgehend reibungslos. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Es hängt ja auch immer an den handelnden Personen. Also man kann sagen, dass die Mitarbeiter aus beiden Häusern sehr, sehr schnell auch zusammengewachsen sind. Das hat sich jetzt gerade auch bei dieser Fusion gezeigt. Es ist eigentlich sehr, sehr schnell gegangen und ich muss ganz klar sagen, wir könnten an und für sich zufriedener an der Stelle nicht sein. Nach dem Fusionswochenende stehen den Kunden ab sofort wieder alle Service- und Beratungsleistungen sowie die Bargeldversorgung uneingeschränkt zur Verfügung. Außerdem ist das Online-Banking und die Sparkassen-App-Nutzung wieder in vollem Umfang möglich. Die Filiale ist unter der gemeinsamen Internetadresse www.sparkasse-m-sn.de rund um die Uhr erreichbar. Für Fragen stehen die Sparkassenmitarbeiter an den 28 Standorten im Geschäftsgebiet auch zur persönlichen Beratung zur Verfügung.